Sofort! So, dann haben wir doch die beiden Trupps da. Alles klar. Unsere Truppen werden angegriffen. So, jetzt kann ich... Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Das ist ja halb so wild. So. Schon unterwegs. Ei! Sofort. Ein Jäger unterwegs. Sucht vergeblich nach Jagdwild. Kann er weiter suchen. Zweites Badehaus wird gebaut. Du kannst ausgebaut werden. Eine Belagerungswaffenwerkstatt können wir hier errichten. Bitte. So, Badehäuser werden ausgebaut. Sehr gut. Für den nächsten Titel fehlen mir noch zwei reiche Gebäude. Welche beiden Gebäude sind denn arm? Ah, ich kann mir vorstellen. Würde Sinn machen, ja. Die Belagerungswaffenschmiede ist bereit zur Produktion von Belagerungsgerätebauteilen. Wir müssen ein Katapult beim Belagerungswaffenschmied herstellen, um die Trebuchets bekämpfen zu können. Ja, dafür müssen wir Herzog sein. Man sieht auch, wir haben jetzt die Dekorationen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Aber... Hier noch ein Fischer hin, weil Fisch kriegen wir mehr als genug rein. So, mit unserer Armee können wir dann Crimson Sabbats Hauptlager mal... Also die Armeen im Hauptlager vernichten. Hier könnten wir theoretisch Munitionskarren herstellen. Ja, sicher ist sicher. Ich baue auf zwei von den Dingern mal Katapulte hin. Ein Karren wurde ausgesandt. So, Armee Verstanden. Ist bereit. Verstanden. Wie ihr wünscht. Das heißt, wir greifen an. Wie ihr wünscht. Verstanden. Alles klar. Schon unterwegs. Sofort. So, und dann greifen wir hier noch an. Schon unterwegs. Und ja, ein tolles Lager hat sie. Hat Crimson Sabbat nicht gerade. Jawohl! Unsere Verbündeten werden angegriffen.
Auf euren Befehl. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Oh, schickt sie Truppen in den Turm? Ja, tut sie. Also ja, sie hat zwei Ein- und Ausgänge. Sie hat... Unsere Truppen werden angegriffen! Wenn man sich aber so ansieht, hat sie nur als Hauptgebäude ein Lagerhaus. So, wir können jetzt... Mit einem Lied ihn zum Markier erinnern. Werde ich für euch in die Schlacht reiten. Wir waren erfolgreich. Bald werden unsere Siedler den Wunsch haben, ihre Häuser zu dekorieren. Wir sollten eine Bannermacherei bauen. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Verstanden. So, und hier alles sollte klar. Es ja auch noch Truppen geben, wenn ich richtig weiß. Ja. Stürmt los! Es gibt kein Zurück! Also eine Bannermacher. Ja, gut. Die anderen Sachen können wir eh nur, wenn wir Herzog sind. Und um Herzog zu werden, müssen wir 9 Banner haben. Okay. Muss doch irgendwie gucken, wie ich hier noch einen Schafhirten, eine Schafsweide unterbringe. Ne, ich kann sie nicht direkt bei den Tieren reinstellen. Tut mir leid, ich muss sie euch mal abreißen. Habe ich den Bannermacher jetzt gebaut? Nein, noch nicht. Ich könnte jetzt übrigens ein Theater errichten, aber... nö. Nicht in der Mission. In der nächsten vielleicht. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Auf euren Befehl. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Komm schon, da muss doch irgendwie eine Weide noch reinpassen. Nee, natürlich nicht. Wisst ihr was? Wenn wir schon abreißen. Die erste Bannermacherei ist bereit, Banner herzustellen. Reißen wir gleich ganz ab. Wenn wir genug Banner herstellen, kann ich einen höheren Titel erhalten. Unsere Truppen werden angegriffen. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. So. Und so. Jetzt hat die Holzfällerhütte natürlich weniger Fläche. Wir haben aber jetzt die 3 Weiden, die wir ausnutzen können. Habe ich dich noch nicht ein einziges Mal ausgebaut? Ja, ich habe jetzt 21 Reiche und nur ein armes Gebäude. Und Crimson Sabbat hat fast keine Truppen mehr. Gut. Wir könnten jetzt einen Belagerungsturm bauen. Wir könnten aber auch einfach einen Rambock bauen. Bei ihr einbrechen und ihr Ding zerstören. Hätte ich gerade fast schon Lust, das zu versuchen. Was passiert, wenn wir ihre Mainbase zerstören?
Das habe ich nämlich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Wo ist der Karren jetzt? Wobei, ich warte noch. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich warte noch. Eisen haben wir mehr als genug. Wir haben auch mehr als genug vom anderen Zeug. Wir könnten mal wieder... Ja. Ein Karren wurde ausgesandt. Was verkaufen. Und ja, die Bannermacherei und die Räucherei upgraden. Und den Schafhirten upgraden. Bald werden unsere Siedler wünschen, ihre Häuser wohnlicher zu gestalten. Gut, dass wir genug Banner gefertigt haben. Ja, der Herzog ist übrigens das vorletzte und eigentlich auch das einzig wichtige, der einzig wichtige Rang noch. Eine Dario-Statue. Dario ist ein Charakter aus Siedler 5 übrigens. So. Was halt das Schöne an so Dekorationsgebäuden ist, ist, dass die Dekorationen ziemlich lange heben. Also, wer hat bereits... Du hast Deine bereits einen Banner. Ist erschöpft. Sehen wir das auch irgendwo? Ja, da sehen wir das Banner. Du hast auch ein Banner, sehen wir auch hier sehr schön. Und dass die Eisenmine erschöpft ist, ist jetzt kein Problem. Wir haben nämlich noch eine. Wenn die nicht ausreichen, haben wir doch hier zwei und hier eine. Was allerdings so ein bisschen doof ist, ist, dass uns langsam die Tierchen ausgehen. Probieren wir es einfach mal. Hier mitten in unsere neue Schaffarm eine Jägerhütte zu bauen. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, die Mauern halt werden weiter eingerissen. Auf euren Befehl. Also ja, ehrlich gesagt, ich kann den Dinger auch noch einnehmen. Könnte ich zur Not nämlich hier noch... Was heißt zur Not? Ich errichte da einfach noch einen Jäger. So, von hier oben thronend. Müsste ich dann eigentlich dadurch eine Straße errichten können? Ja. Ich kann übrigens jedes Stadttor mal mit einer Steinfalle versehen. Und ja, da ist unser schönes Katapult. Auf euren Befehl! Schon unterwegs! So. Drei Weiden sind effektiver als zwei. Wir haben aber auch schon Banner. Wir haben ein Territorium eingenommen! So, zwei Banner fehlen noch. Und ja, Banner können wir pro Gebäude, also 22 Banner aufhängen.
Oh, und wir müssen die Burg auf Stufe 4 ausbauen. Auch gut. Nahrung ist kein Problem mehr. Jetzt kriegen wir sogar Brot rein.